Mach ich langsam. Charmant lächeln, ne? Genau, unter. Man kann mit den Augen lächeln. Ne? Ich glaube, es geht schon so. Meinst du? Ja, dann, wenn Frau Tissmer sagt, es geht los, dann geht's los. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Infoabend. Wie Sie sehen, an einem ganz anderen Ort und mit einem neuen, frischen Gesicht für Sie. Hallöchen. Die Jennifer ist da, meine liebe Kollegin. Wir haben uns vorgenommen, soweit die Kolleginnen mitmachen, Ihnen immer mal wieder auch ein Gesicht von uns zu zeigen, damit man nicht immer nur mein langweiliges Gesicht sieht, sondern auch mal so nette, strahlende Augen zumindest, wie jetzt im Moment von der Jennifer. Schön, dass du heute mitmachst. Sehr gerne. Wir haben heute das Thema Check-in, beziehungsweise vom Check-in zum erfolgreichen Stillen, könnte man so sagen, und bis zur Entlassung. Ja, wie Sie sehen können, wir stehen vor dem Schild vom Kreißsaal. Hier auf der Seite geht es dann auch zum Kreißsaal. Ich weiß nicht, ob die Frau Tissmer einmal schwenkt. Ne? Man könnte jetzt hier auch illustrer einmal auf den Knopf drücken. Da hinten geht es in den Kreißsaal rein. Da, wie Sie sehen, steht da ein Bett. Das heißt, jemand ist im Kreißsaal und dieser Dame möchten wir natürlich die größtmögliche Ruhe zukommen lassen. Ja, wo geht es lang, wo geht es hin? Also wenn Sie aufgenommen worden sind, geht der Weg ja immer aus dem Kreißsaal heraus irgendwann zu uns auf Station. Und das heißt, Sie kommen durch diese Tür und gehen mit uns einmal in diese Richtung. Wir haben die Erlaubnis, bei einer Patientin heute einmal kurz in das Zimmer zu filmen. Vielen Dank nochmal dafür, wenn sie es gleich nochmal sieht. Sie macht sich gerade parat und geht einmal aus dem Sichtfenster. Das ist das sogenannte Brussenzimmer, was ja schon viele kennen. Da waren wir auch schon das ein oder andere Mal. Und wir wollen Ihnen heute einfach nochmal einen kurzen Überblick verschaffen über unsere Station. Was gibt es bei uns alles? Wie sehen so ein bisschen die Räume aus und was für Wege hat man so vor sich? Sind manchmal ja nicht kurze Wege oder ne? Manchmal genau. Sehr umfangreichere Wege hier. Es tut manchmal einfach gut, diesen Weg zu sehen. Jetzt kommt gerade der Botendienst. Ja. Und natürlich auch das gehört zu dem Krankenhaus dazu, ne? Dass auch der Müll von A nach B gefahren wird. Darum war es jetzt einmal im Hintergrund gerade so schön laut. Genau, wir gehen einmal nach vorne in das erste Patientenzimmer. Kommt mit. Bitte? Ja, natürlich. So, kommt rein. So sieht es aus. Eines unserer Familienzimmer oder halt eben auch so wie jetzt, ne, ist es als ein ganz normales Doppelzimmer belegt. Wir haben eine schöne indirekte Beleuchtung in jedem Patientenzimmer mittlerweile, sodass man auch so wie jetzt nicht ein grelles Tageslicht anmachen muss, dass der Raum so stark erhellt ist, sondern halt auch ein bisschen Gemütlichkeit hat, zum Beispiel beim Stillen. Magst du einmal unsere Wickeleinheit zeigen? Ja, also wir haben in den Zimmern auch immer die Wickeleinheiten. Das heißt, die Eltern oder die Mütter können jederzeit ihre Kinder wickeln. Das ist einmal die Wickelauflage. Und auch immer reichlich vorhanden Kinderwäsche und Windeln, die ja am Anfang sehr häufig hier durchgehen. Also die gehen auch nie aus und da ist immer reichlich vorhanden. Genau. Und das Schöne ist halt eben, dass es in den Zimmern ist. Ne? Wir haben ja durchaus auch mal Frauen, die müde sind nach einer Geburt und erschöpft oder vielleicht sogar einen Kaiserschnitt hatten. Und dann ist es schön, wenn die Mama noch liegt und trotzdem beim Wickeln zugucken kann, wenn der Papa vielleicht auch das erste Mal angeleitet wird. Das macht ja durchaus immer sehr viel Spaß, den zittrigen Händen des Papas zuzugucken, wenn er das erste Mal hier sich an sein meist doch Erst- oder Zweitgeborenes dran traut. Und es schaffen doch alle. Auf jeden Fall, ohne umkippen. Genau. Ja, daneben ist noch unsere Nasszelle, die lasse ich jetzt einfach mal zu. Da ist einfach nur Dusche und Toilette drin, sodass halt eben hier auch kurze Wege sind, damit die Frauen, wo der Kreislauf vielleicht noch nicht so ganz stabil ist, es doch auch selber schaffen.
Ne? Und wir möchten noch einmal ins Licht rücken, diese süße Spieluhr, die die Dame für ihren süßen Spross mitgebracht hat. Die finden wir sehr putzig und mussten die einmal so hindrapieren, damit die einen Special-Auftritt hat heute. Dann würde ich sagen, zeigen wir noch einmal, dass es vom Borussenzimmer einmal eine Drehung machen, liebe Kamerafrau. Da geht es nämlich direkt auf die Station A. Auch da wird gerade gestillt, das wissen wir. Darum gehen wir jetzt nicht rein. Aber nur damit Sie wissen, was das doch für sehr kurze Wege hier bei uns sind. Und jetzt gehen wir einmal ins Schwesternzimmer, wo gewickelt werden kann, beziehungsweise wo das Stillzimmer angeschlossen ist, damit Sie das auch nochmal kennenlernen. Kommt mit! Kommt mit! Genau! Achtung, es wird gefilmt! Ja, hier vorm Schwesternzimmer haben Sie auch immer noch mal einen Überblick, wer von uns Schwestern gerade im Dienst ist, im Frühdienst, im Spätdienst oder im Nachtdienst. Finde ich ganz persönlich immer eine nette Idee, weil manchmal will man den Leuten ja nicht so auf die Brust starren, wer da jetzt gerade vor einem gestanden hat. Und dann kann man aber trotzdem noch mal spinzen, wer denn da so ist. Mal gucken, ob uns einer die Tür aufmacht. Wahrscheinlich nicht, die sind alle objekt. Doch! Doch, da ist jemand. Da ist jemand. Ja. Unsere liebe Kollegin, die Simone, ist auch noch da. Danke fürs Aufmachen. Gerne. So, kommt dann rein. Gehen wir einmal weiter. Das hier ist dann unser Stationszimmer, wo die Mütter und Väter jederzeit auf uns zukommen dürfen. Hier, der Raum ist immer verschlossen. Das hat einfach auch diesen Grund, weil wir wollen, dass wenn Ihre Kinder hier bei uns in unserer Obhut sind, dass auch niemand anders an Ihr Kind rankommt als wir. Dann ist es so, dass hier so dieses ganze Dokumentarische, ne, hier werden die Patientenakten geschrieben. Und wenn man dann hier weitergeht, hier werden dann die Untersuchungen der Kinderärzte auch durchgeführt. Hier ist unsere Wickeleinheit, wo auch wir Ihre Kinder dann regelmäßig versorgen können. Kommen Sie gerne mit. Tada! Tada! Ein Wickeltisch. Wir haben hier nochmal den Luxus, dass wir auch eine Wärmelampe mit dabei haben, wo dann die Babys auch schön warm liegen, damit sie nicht anfangen zu frieren bei diesen Temperaturen momentan. Und ja, da merkt man, dass sie regelrecht so in eine Entspannung reingehen, wenn sie drunter liegen. Ja, und hier werden natürlich auch die Eltern gerne mit einbezogen. Hier finden die kinderärztlichen Untersuchungen auch statt. Und da sind auch immer die Elternteile gerne bei gesehen. Genau. Dann gehen wir ein Schrittchen weiter. Wir haben hier bei uns in unserem Stationszimmer auch hinten mit angebunden unser Stillzimmer. Hier verwahren wir immer so die Babybettchen auf. Das ist so ein bisschen unsere Lagerstation hier. Und wenn man hier weitergeht, dann kommt man in unser Stillzimmer rein, wo die Frauen jederzeit sich melden dürfen, um sich zurückzuziehen zum Stillen. Und wo auch dann wirklich Ruhe herrscht und auch absolutes Männerverbot herrscht. Also hier sind Mama und Baby komplett unter sich. Genau, hier dürfen nur Jungs rein, die älter, nicht älter als 8 Wochen sind. Genau. Ja, wir haben uns hier noch mal ein bisschen zurückgezogen, weil wir jetzt entspannt einen guten Abstand halten können. Das heißt, wir können unsere Masken einmal kurz ausziehen. Und der Kameramann winken und sagen, du darfst auch dich entblößen, zumindest obenrum. Ganz obenrum. Ganz obenrum, genau. Ich finde es immer ganz schön, wenn man dann auch wirklich mal das ganze Gesicht sieht. Ne? Genau, ich, das ist ja im Moment leider etwas schwierig unter den Masken. Ja. Und doch ist es schön, das dann mal zu sehen. Genau. Ja, nochmal danke, dass du auf jeden Fall mitmachst. Ich finde es immer sehr, sehr erfrischend, wenn man einen guten Gesprächspartner hier bei diesen ganzen Geschichten hat. Ja, wir sind im Stillzimmer, hier waren wir schon ein paar Mal. Ne? Hier
Thron zwischen uns, der sogenannte Flächenlaser, ne, der für die Brustwarzen gut eingesetzt werden kann, dass die schnell und besser abheilen und nicht so schnell empfindlich werden. Außen davon unsere Milchpumpen, die jede Frau natürlich jederzeit benutzen kann. Ne? Also wenn jetzt nicht gerade gefilmt wird, ist dieser Raum jederzeit zugänglich. Wenn die Kinder auf der Station A sind oder wenn irgendwelche anderen Probleme sind, ist es natürlich jederzeit machbar, hier die Milch abzupumpen. Ja, nochmal kurz ein Wort zu unserem Tiefenlaser. Da haben wir wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht und das wird auch sehr, sehr gerne von den Müttern angenommen. Man denkt immer erst so, oh Gott, Laser, was ist das? Das tut weh oder, also da kann ich sie beruhigen, es tut nicht weh und es ist wirklich ein Vorteil für Mütter, die gerade ihr erstes Kind bekommen haben und mit dem Stillen noch nicht so viel Erfahrung haben. Weil da muss man schon ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer so wie im Fernsehen und da ist das eine wunderbare Unterstützung für den Anfang. Und nicht wie in der Literatur, genau. Muss man ja auch sagen. Die Babyliteratur verfälscht doch so einiges. Die himmelhochjauchzenden Geigen, die brauchen immer ein bisschen, bis die so Einzug erhalten. Ne? Die fangen an zu geigen, aber nicht direkt an den ersten genau, zwei Tagen. Genau, erst wenn man zu Hause ist. Genau, finde ich auch wichtig. Also es gehört zwar jetzt eigentlich gar nicht so in das Thema, aber ich finde, wenn wir da gerade einmal drauf kommen, das erleben wir sehr, sehr häufig. Und ich erinnere mich gerade so in den letzten Wochen an zwei, drei Frauen, die da sehr drunter gelitten haben, dass nicht sofort die Herzchenaugen da waren bei einem selber als frisch gebackener Mutter zu diesem süßen Wonneproppen, der da vor einem liegt. Und die auch wirklich das genauso gesagt haben, sagen, ich sehe dieses Kind, ich sehe, es ist perfekt, es ist das süßeste Kind auf der ganzen Welt, aber ich fühle es nicht. Die wirklich zerbrochen sind fast daran, dass das noch nicht da ist. Und ich kann da wirklich immer nur wieder sagen, lasst euch Zeit, liebe Frauen. Also ihr habt einen derartigen Kampfakt hier oft und Kraftakt hinter euch gebracht. Ihr dürft Zeit haben. Genau. Dieses Kind mit jeder Faser eures Körpers zu lieben und das dann auch irgendwann zu spüren, das darf sich wirklich entwickeln. Ne? Genau. Es ist ja so, manchmal ist man einfach total übermüdet, je nachdem, wie viele Stunden man gebraucht hat, um sein Wunder dann in den Armen halten zu können. Und da darf man auch einfach mal müde und mopsig sein. Und wenn dann der Schlaf vorüber ist und man wieder Kraft getankt hat, dann startet man auch wieder frohen Mutes und dann wird es auch wieder besser. Genau. Und zum Thema Schlaf kommen wir direkt weiter. Das nehme ich direkt auf als Aufhänger. Wir haben hier nochmal eins unserer Babybettchen mit aufgebaut, was alle Kriterien erfüllt, die man in der heutigen Zeit zu erfüllen hat, was halt den sogenannten sicheren Säuglingsschlaf angeht. Und zwar sollte das Bettchen luftig sein. Ne? Früher kannte man das so, dass man in einen Kinderwagen geguckt hat, irgendwo eine Mütze erahnt hat und darunter irgendwo ein Näschen. Und drüber, ne? Viel Decke. Viel Decke, viel Kopfkissen, ne? Und sehr viel angezogen. Und man weiß heute einfach, dass das nicht das Optimum ist, sondern dass wirklich die Kinder, wenn sie normal angezogen sind, in diesem Pucksäckchen, wenn es jetzt wirklich sehr kalt ist und wir durch Corona sehr viel lüften, darf da auch noch ein Deckchen drüber, was aber wirklich auch eher nur so bis zum Bauchnabel geht. Ja, und was die Jenny gerade hochhält, das A und O, die Kopfbedeckung. Nicht jeder hat so eine schöne Haarpracht wie die Jenny, die sich heute besonders hübsch gemacht Vielen hat Dank. Für sie. Sehr schön. Sondern die müssen wirklich geschützt werden. Also es ist im Vergleich zum restlichen Körper von diesem Baby wirklich die fast größte Fläche. Ne? Genau. Und darüber verlieren die halt die meiste Temperatur. Und deshalb ist es ganz wichtig, die muckeligen 37 Grad, die Babys im Mutterleib haben, irgendwie nahezu zu halten. Wir haben die Gott sei Dank hier draußen nicht oder noch nicht. Wer weiß, wie es im Sommer aussieht. Genau. Aber deshalb ist es ganz wichtig, dass jedes unserer Babys hier eine Kopfbedeckung hat und die bekommt es von uns und die dürfen sie auch mit nach Hause nehmen. Genau. Und vor allem wirklich die ganze Zeit anlassen. Ne? Also das Einzige, wo die ausgezogen werden sollte, ist wirklich, wenn man sie auf dem Brustkorb zu sich nimmt
und nochmal die Decke da wirklich drüber hat. Genau. Wenn man aber Angst mit der dicken Decke hat, dass man die so bis über das Kind zieht bei sich selber und sagt, okay, ich mag das nur halb bedeckt haben, auch dann sollte es noch die Mütze aufhaben. Also da haben wir gerade in der letzten Zeit viele Erfahrungen gemacht. Es kommen Fragen. Die Frage war jetzt auch, also ich weiß nicht, ob ihr die schon beantwortet habt, bis wie viele Wochen muss man eine Mütze im Bett tragen? Im Prinzip sollte man einfach so die ersten Tage, sagt man, sollten die Babys ein Mützchen anhaben. Vor allem hier bei uns, sage ich jetzt mal. Also genau. Es ist relativ schwer in der Corona-Zeit gerade so die Raumtemperatur zu genau. halten, oder? Es wird ja doch viel gelüftet, ja. Die Fenster gehen immer wieder auf. Es ist immer wieder, dass jemand das Zimmer betritt. Das heißt, dann kann auch schnell mal Durchzug herrschen. Und deshalb ist es uns da ganz wichtig, dass halt die Köpfchen der Kinder bedeckt sind. Wenn sie nachher zu Hause sind, ist das wieder was anderes. Da haben sie ihre Wohlfühltemperatur, da hat sich das Kind an die Umgebungstemperatur angepasst. Es ist ein paar Stunden älter geworden, ja. Ein paar Tage älter geworden. Und dann ist das alles auch wieder eine andere Sache. Natürlich, wenn man rausgeht, dann auf jeden Fall auch ein Mützchen anziehen. Wenn es jetzt nicht gerade 38 genau. Grad. Man kann sich so grob merken, ne? Immer eine Schicht mehr, als man selber anziehen würde. Also wenn ich mit T-Shirt, Wollkragen, Pulli, dicker Winterjacke und Schal unterwegs bin, sollte das Kind das auch anhaben. Ja. Ne? Weil man darf nicht vergessen, das Kind liegt. So, ne? Und das Kind liegt und tut nichts. Also genau. Man selber geht ja spazieren, bewegt sich, schleppt das schwere Kind im Maxikosen. Genau. Wobei man da ja durchaus die Tragen viel besser empfiehlt, ne, dann müssen beide nicht so viel anziehen, weil man sich gegenseitig wieder schön wärmt. Aber auch da Mütze auf dem Kopf. Richtig. Noch eine Frage. Sehr schön, euch zu sehen. Bei euch war ich vor Jahren und da war euer Personal auch so super nett und freundlich. Oh, vielen Dank. Schön. Ein Kompliment. Ein Kompliment, stimmt. Ein Kompliment, stimmt. Wir wissen, die Dame hinter der Kamera hat kein Mikrofon. Es wurde uns ein Kompliment zugetragen, dass wir vor Jahren, wann auch immer, auch schon so nett waren. Also wenn es vor vielen Jahren ist, dann bin ich raus. So lange bin ich noch nicht hier. Ich bin jetzt seit kurzem nett. Haben aber Glück gehabt, dass wir auch vor Jahren schon so nett waren. Wunderbar. Und immer noch sind. Ne? Sonst wäre ich nicht zu euch gekommen. Ja, siehst du mal. Noch eine Frage. Noch ein Lob. Die hat eine von neun Wochen bei euch entbunden. Ja. Und war so dankbar, dass also die Einleitung, dass also die dritte Geburt trotzdem das schönste Erlebnis war und ihr seid toll. Ui, wir sind toll. Vor neun Wochen hier ja, in Wunden. Sehr schön. Klasse. Masken auf den Zimmern, wie ist da die Regelung? Ja, also da ist es so, dass wenn die Frauen untereinander sind, die Masken in den Zimmern nicht getragen werden müssen. Wir bitten aber darum, sobald jemand das Zimmer betritt, sei es von uns, vom Pflegepersonal oder die Physiotherapeuten oder die Reinigungsdamen, bitte dann zum Schutz einfach die Masken anzuziehen. Erstmal, um dass sie sich selber schützen und auch, dass wir geschützt werden. Genau. Noch eine Frage. Infos zur Besucherregelung. Die Besucherregelung, unser Never-Ending-Story. Ja. Wir sind immer noch glücklich und stolz und nochmal einen Dank an unsere Geschäftsführung und Task Force, wie man immer so schön sagt, dass wir weiterhin die Erlaubnis haben, dass die Männer kommen dürfen. Ja. Allerdings ein bisschen eingeschränkt. Sie dürfen kommen, sie sind wirklich auch herzlich willkommen, aber wir bitten darum, diesen Rein-Raus-Tourismus, wie man ihn so schön sagt, also nicht kommen, nochmal zu Aldi, nochmal kommen, nochmal Kinder abholen, nochmal wieder da sein. Wir würden einfach darum bitten, kommen, bleiben, gehen. Das ist unser Spruch. Kommen, bleiben, gehen. Die Väter, die im Familienzimmer sind, sind eh da. Ne? Gar keine Frage. Genau, richtig. Und die Männer werden getestet. Alle drei Tage. Genau. Und was wir noch vergessen haben, ist, als wir vorne an unser Stationszimmer reingegangen sind, das ist quasi die Screening-Station für die Männer. Also bevor sie zu ihren Frauen durchlaufen, halten sie bitte einmal kurz bei uns an. Es wird einmal die Sauerstoffsättigung und die Temperatur gemessen. Wir fragen sie, ob sie irgendwelche gesundheitlichen Symptome haben, also irgendwas, was auch nur im Ansatz auf Corona hinweisen würde. Und wenn das alles mit Nein beantwortet wird, Temperatur gut ist, Sauerstoffsättigung gut ist,
dann dürfen sie durchstarten zu Mutter und Kind und ausgiebig kuscheln. Kuscheln und sich kennenlernen. Genau. Und noch weitere Fragen? Ja, ganz kurz noch. Besuchszeiten werden immer wieder angesprochen, von 8 bis 20 Uhr. Genau. Sollen wir selbst mehrere Masken mitbringen oder haben Sie FFP2-Masken vorrätig? Gerne mitbringen. Also es sind welche da, wenn man mal welche vergisst oder die dann doch verschmutzt ist oder runtergefallen oder wie auch immer. Aber wir bitten darum, doch auch noch eigene mitzubringen. Das macht immer sehr viel Sinn. Wenn kein Familienzimmer frei ist, welche Möglichkeiten hat der Partner, um über Nacht zu bleiben? Also, unser Familienzimmer. Heiß begehrt und Sie vom letzten Video kennen Sie mich noch. Ich wiederhole meine Kollegin Friederike. Wir arbeiten immer dynamisch dran, die Familienzimmer auch wirklich umzusetzen. Also, wenn die Familie zusammenbleiben darf, müssen Sie einen Wahlleistungsantrag unterschreiben, in dem Sie bestätigen, dass Sie die 75 Euro pro Nacht bezahlen. Wenn kein Familienzimmer frei ist, dann ist halt auch leider kein Einzelzimmer frei, weil das wäre das Gleiche. Also wir haben keine Räume, wo nur ein Bett reinpasst. Das heißt, da können wir dann nicht wirklich nochmal irgendwie gucken, dass der Mann dann da bleibt, außer die Frau ist gerade unter der Geburt. Genau. Dann bleibt der Mann natürlich über Nacht, weil dann ist die Familie oder die werdende Familie, die gerade erarbeitet wird, ja im Kreißsaal. Und das ist ein Sonderausnahmestatus. Wenn es allerdings so ist, dass man zum Beispiel in der Nacht kommt, die Frau hat einen Blasensprung, hier ist gerade mal wieder ein kleiner Babyboom und es ist kein Familienzimmer frei, dann müsste der Mann nochmal nach Hause gehen, leider, weil einfach dann kein Platz ist. Ne? Genau. Also es ist wirklich ein Platzproblem und nicht, dass wir wollen oder nicht wollen. Genau, richtig. Aber wir rufen an, wenn die Frau nicht mehr selber anrufen möchte oder der Kreißsaal ruft an und bittet sie höflichst, vorsichtig fahrend wiederzukommen. Genau. Noch weitere Fragen. Sehr schön. Darf ich euch mal mit in den Kreißsaal zum Entbinden? Ich wäre gern dabei. Ja, selbstverständlich. Sie waren ja auch dran beteiligt, ne? Wiederholen die Frage, die Zuschauer hört es nicht. Also da fragt ein Partner, ob er zur Entbindung mit in den Kreißsaal darf. Und es ist nicht wie vor 50 Jahren, wo die Männer draußen vor der Tür geparkt wurden, sondern sehr gerne. Die Partner sind immer gerne hier gesehen, um ihre Frau zu unterstützen und natürlich dann direkt von Anfang an sich als Familie kennenzulernen. Genau. Von daher sehr gerne. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Genau. Ne? Wir wissen, dass es leider immer noch Krankenhäuser gibt, die da die Männer aussperren. Genau. Und das möchten wir natürlich nicht, weil eine frauengerechte Geburtshilfe geht nur mit Partner. Richtig. Ja. Wir fragen wiederholen. Ich stille nach Bedarf, also wann sie kommen. Wie lange müsste sie in der Woche pro Seite trinken? Nochmal, das musst du nochmal wiederholen. Die Frage also, ich stille nach Bedarf. Ja. Also wenn sie kommt. Wie lange müsste sie in der Woche pro Seite trinken? Okay, also es ist eine Stillfrage gestellt worden, die ich jetzt nicht so tausendprozentig verstehe. Ich glaube, der Grundtenor heißt, wie geht bedarfsgerechtes Stillen? Mhm. Bedarfsgerechtes Stillen geht, wenn das Kind den Bedarf anmeldet, durch Hungerzeichen, was mit Räkeln anfängt, dass es munter wird, sich anfängt zu bewegen, schmatzen, ne? Mit den Lippen und mit der Zunge anfängt zu arbeiten und als allerletztes Signal hysterisch schreit. Dann ist der Hunger riesengroß. Dann ist der Hunger riesengroß. So lange muss man nicht warten. Man darf schon bei dem Schmatzen anfangen. Das hat nichts mit Verwöhnen oder mit irgendwas zu tun, sondern das hat einfach was mit, ich erkenne, was mein Baby gerade braucht. Genau. Ne? Und dann darf ich anfangen, mich vorzubereiten, weil ne, gerade wenn man vielleicht das erste Kind hat, braucht man ja ein bisschen, bis man sich so in Position hat, vielleicht doch mal die Schwester gerufen hat. Ne? Weil, eine Zwischenfrage. Die Frage wurde korrigiert. Ja. Das Baby ist 9 Wochen alt. Wie können Sie für Ihre 9 Wochen pro Seite trinken? Auch da. Also die Frage wurde korrigiert. Es ging gar nicht um jetzt hier, sondern das Baby ist schon 9 Wochen alt
Und es wurde gefragt, wie lange es zu Hause denn jetzt pro Seite oder in der Woche trinken muss. Ja, auch da, gerade ein 9 Wochen altes Kind weiß doch, was es braucht. Genau. Da dürfen Sie wirklich sich und Ihrem Kind vertrauen, dass es einfach sagt, Mama, ich habe Hunger. Auch da wieder, ne, man muss nicht warten, bis es hysterisch schreit. Wenn es Schmatz- und Hungerzeichen zeigt, dürfen Sie Ihr Kind anlegen. Und mit 9 Wochen ist es wirklich so, Sie legen es an die eine Seite an. Es wird irgendwann, und ich sage bewusst keine Minutenzahl, irgendwann in Ruhe und in einem Halbmilchkoma von Ihrer Brust fallen. Dann dürfen Sie es kurz noch ein bisschen kuscheln. Vielleicht mag es ein Bäuerchen machen. Dann dürfen Sie einen beruhigten Blick in die Windel werfen, vielleicht auch diese säubern und reinigen. Es versuchen, an die andere Seite anzulegen. Ne, man geht immer so von der Hauptmahlzeit und von der Nachtischseite aus. Zum Nachtisch. Genau. Die ist meistens kürzer, die Nachtischseite, weswegen man dann empfiehlt, mit der Nachtischseite beim nächsten Mal anzufangen wieder. Mit dem Hauptgang zu starten. Um dann mit dem Hauptgang zu starten. Einfach. Gar nicht, weil man es verkomplizieren möchte, sondern wenn man immer eine Hauptmahlzeit anbietet und immer ein Dessert, dann hat man auch wirklich irgendwann einen großen Seitenunterschied. Und das möchte Frau, glaube ich, einfach nicht. Genau, richtig. Und wie gesagt, man merkt auch dann am Verhalten des Kindes, ob es satt und glücklich ist. Und dann ist auch die Mama glücklich. Und der Papa. Wie viele Familienzimmer gibt es? Das wurde mehrfach gefragt. Und was gehört in die Kliniktasche? Gerade wiederholen. Okay, die Familienzimmer. Also wir können rein theoretisch sechs. Wir müssen gerade zählen. Ja, 6 Zimmer zu Familienzimmern umgestalten. Die Zimmer können als Privatzimmer genutzt werden und auch als Familienzimmer. Und das Angebot wird halt, wie gesagt, sehr gerne angenommen. Dann war noch eine Frage. Nach der Kliniktasche, was kommt? Ich packe meinen Koffer. Okay, genau. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Genau. Ganz wichtig, Kleidung für Mama und auch Kleidung fürs Baby, wenn es nach Hause geht. Und zwar nicht die Hose, die vor der Schwangerschaft gepasst hat. Das gibt Tränen. Genau. Bitte als Nachhause- oder Wechselkleidung Schwangerschaftsklamotten, weite Jogginghosen, irgendwas, was nicht am Bauch drückt, egal ob man spontan entbunden hat oder nicht. Es gibt wunderbar sexy Schlupfhosen hier von uns als Netzhöschen mit wunderbaren, von uns liebevoll bezeichneten Surfbrettern. Das sind ungelogen solche Binden. Davon kommen 2 in die Hose. Das heißt, da muss Platz her. Ne? Und irgendwas, was das Ganze hält, das schafft kein String der Welt. Nein. Ja, also Strings bitte zu Hause lassen. Für irgendwann später mal der wieder. Der Oma-Schlüpper ist angesagt. Genau. Also locker, flockig, bequem sollte es sein. Genau. Ne? Hausschuhe machen Sinn, wo man nicht irgendwie kompliziert sich bücken muss, sondern wo man leicht reinschlupfen kann. Einen Bademantel brauchen Sie nicht. Der nimmt in der Tasche nur sehr, sehr viel Platz weg. Ein locker sitzendes Still- oder Nachthemd. Also ja. Wenn Sie stillen möchten, macht es wirklich Sinn. Es gibt jetzt diese neumodischen, die hier so einen Schlitz haben. Der so die man einfach aufklappt. Ne? Genau. Oder die altbackenen, sage ich jetzt mal, mit der Knopfleiste. Oder T-Shirts, die man halt eben hochnehmen kann. Oder wenn es warm wird, kommen wieder die Trägershirts hier zu tragen, ne? Wo man einfach den Träger kurz runter macht. Also es sollte praktikabel sein, sodass man sich gut und zügig auspacken kann. Ich finde, ein Still-BH kann man mitnehmen, aber man wir empfehlen lieber ne? ohne, weil man hält sich doch die meiste Zeit irgendwie so im Bett auf. Genau. Und es ist ja auch oft so, wenn das Kind dann schon mal nervös wird und ein bisschen lauter wird, dann wird auch Mama nervös und lauter. Und deshalb einfach was, wo es zügig geht. Ja. Ne? Noch eine Frage. Wir haben jetzt Ende gleich. Ach, sind wir schon so weit? Dass die Fragen noch die offenen Fragen in den Kommentaren beantworten. Mhm. Und letzte Frage: Eine Frau möchte nicht stillen und möchte gerne ihre eigene Flasche und Nuki mitbringen, damit das Baby sich direkt an die Mama gewöhnt. Ist das möglich? Also, es wurde gefragt. Also ein Hinweis, dass wir schon kurz vor Schluss sind. Was wir jetzt nicht beantworten, wird auf jeden Fall in den Kommentaren beantwortet, bevor wir das vergessen. Ganz kurz machen wir den Klinikkoffer zu Ende, weil ich finde, es ist noch zu erwähnen, was Sie auf jeden Fall mitbringen sollten, sind Handtücher
und Waschzeug, ne? Haben halt noch keinen Hotelcharakter hier. Genau. Also ein Notfallhandtuch ist immer mal da, aber so das Badehandtuch oder Duschmatte. Man hat ja doch auch so gerne die eigene Wäsche, genau, ne? So den eigenen, ja, Geruch von zu Hause. Ich finde immer, genau, so Klinikwäsche ist immer so, ja, steril. Ja, hm? Stimmt. Das, ja, was wir nicht oder was sie nicht unbedingt mitbringen müssen, sind Stillkissen. Ja, eigentlich haben wir. Eigentlich hier. Beziehungsweise, ja, auch gerade frisch nachgeordert. Ja. Was wir aber auch in die Tasche gehört, was zum Naschen. Also, liebe Frauen, bringt euch Süßigkeiten mit, die Nervennahrung, ja, die braucht man manches Mal schon. Ja. Also, das gehört auch in die Kliniktasche. Genau, und manchmal, wenn man so hungrig nachts aus dem Kreißsaal, genau, kommt, ja, ist so ein Corny-Riegel oder, ist, war jetzt Markenwerbung, ne? Ups, ein Müsli-Riegel. Entschuldigung, ein, ja, ich jetzt wollte schon wieder was anderes sagen. Irgendwas, ein Müsli-Riegel. Einfach mitbringen. Bananen machen sich nicht so gut in Kliniktaschen aus eigener Erfahrung. Die matschen. Ja. Bloß nicht. So, aber jetzt habe ich den Anschluss verpasst. Die letzte Papiere Frage. Papiere müssen noch mit dazu. Ne? Also Stammbuch, Personalausweis, genau, um Money, das Kind auch anzumelden, weil das erledigen wir für Sie hier in der Klinik. Genau, noch. Noch. Noch ist das erlaubt. Was wollten wir noch haben für Fragen? Die Nichtstillenden. Und möchte ihre eigenen Sachen mitbringen, genau, um das Kind dran zu gewöhnen. Also die Frage war, jemand möchte nicht stillen, möchte seine eigene Milch, / Flaschen mitbringen. Also es ist leicht zu erklären, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, finde ich. Corona hat uns den Vorteil gebracht, dass ein gewisses Verständnis für eine Bakterienlast da ist. Das heißt, es macht es uns leider nicht möglich, Fremdmilch, Fremdflaschen hier aufzubereiten. Ne? Also sowohl das Zubereiten als auch das Aufbereiten, die Flaschen ordentlich zu reinigen, zu säubern, das können wir hier nicht leisten. Ne? Also wir sind dafür nicht ausgerichtet und aus hygienischen Gründen geht das halt auch leider nicht. Wir haben aber alles da. Und ich kann Ihnen versichern, in der heutigen Zeit sind die Milch Sorten und Produkte alle baugleich, sodass sie problemlos von uns aus der Klinik heraus nach Hause einmal umstellen, genau, können, ja, ohne dass das Kind tierische Bauchschmerzen oder jegliche Verdauungsprobleme haben wird. Das war früher. Früher, genau, waren die wirklich sehr unterschiedlich. Die Aufenthaltsdauer heutzutage ist ja auch wirklich relativ kurz, sodass, ja, dass da auch keinen Unterschied macht, wenn man zu Hause eine andere Nahrung anwendet. Genau. Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir haben soweit erstmal alle Fragen beantwortet. Was nicht beantwortet worden ist, werden wir gleich noch in den Kommentaren flott beantworten, damit hier nichts offen bleibt. Ich freue mich, dass wieder einige zugeschaut haben, oder hoffe ich zumindest. Wenn Fragen reinkommen, hat jemand zugeschaut. Das, ja, ist schon mal immer ganz gut. Hui! Hui! Ich danke dir, dass, ja, du mit, gerne, dabei warst. Ich hoffe, war, du machst nochmal mit. Ach, jederzeit. Vielleicht. Mal gucken, wer bei uns beim nächsten Mal dabei ist. Also ich werde Ende April nochmal dabei sein. Aber der nächste Infoabend ist am 7.4. Und es geht auf jeden Fall um etwas im Kreißsaal. Genau. Haben wir noch ein genaues die Thema? Die Kerstin. Welches Thema hatten wir nochmal? Kreißsaalführung. Ach, also quasi das Pendant zu uns heute. Finde ich sehr gut. In der Hoffnung, dass der Kreißsaal leer ist. Das muss man natürlich dann auch noch gucken. Ne? Genau. Wenn nicht, müssen wir umdisponieren und vielleicht hier doch nochmal uns hier zusammentreffen. Da sind wir sehr spontan. Wir, ne, sind flexibel. Ja. Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.